Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS19. Willkommen zurück hier auf der Gemeinderade mit dem lieben Florian. Hi. Hallo. We are back. Nach vielen Komplikationen. Ja. Weil der Florian etwas ändern wollte. An dann Mods technisch. Ja, dann hat mit Mod Manager irgendwie ein Mod nicht mehr funktioniert. Dann haben wir 5 Stunden rumgetan, weil der Mod irgendwie nicht vom LS angenommen wurde. Nach 5 Stunden haben wir es geschafft. Okay, es waren keine 5 Stunden, aber es waren eine halbe Stunde mindestens. Ewig. Und wieso blinke ich eigentlich auf einem Feldweg? Das frage ich mich auch. Egal. Erstmal Radio an und weiter geht's. So, jetzt bringen wir den Fan nach Hause, Presse abstellen und dann schneide ich mir den Unimog zusammen. Ja, in der Zwischenzeit habe ich Feld 40 fertig gemacht. Genau, und wir haben... Schluck gesagt hat, ja, das ist nicht schlimm. Ja. Worauf wir eben auch beide gedacht haben, ja, das ist gleich vorbei. Kommt gleich wieder ein Schmarrn. Ja. Und wir haben ein bisschen mehr Geld, ich glaube 29 oder 28.000, weil wir die Sonnenblumen verkauft haben. Leider, da war die Aufnahme leider schon aus und da habe ich erschreckt. Oh scheiße, die wurden gerade verkauft. Aber... Ja. Ich glaube, das könnt ihr sogar hier... Warte, ich kann es euch zeigen, dann glaubt ihr es auf jeden Fall. Wartet. Warte mal, heute... Das ist heute... Einnahmeernte 29.422 Euro. Da habt ihr es. Und wir kriegen gerade noch ein bisschen Geld. Ja, reicht Sonnenblumen. Ah. Oh, es geht ja ganz gut hoch. Nochmal. Oh, da klacken ja. Ein bisschen Ausgaben hatten wir nämlich, weil ich habe nämlich mich um den Seedmaster gekümmert. Ach stimmt, den hatten wir auch noch. Den guten. Wie schaut es denn mit unseren Sojabohnen aus? Im Wachstum. Ja, die sind, glaube ich, bin gerade vorbeigefahren. Ich glaube, die sind in der ersten Wachstumsstufe oder sowas. Also. Hi! Der nervige Sebastian ist wieder da. Halt. Aufnahme, Junge! Scheiße! Wir sind hier in den Aufnahmebereich. Okay, das muss ich dann rausschneiden. Jetzt warte, ich schiebe uns ganz kurz hin. Alles gut, mache ich schon. Sorry, aber wir müssen kurz 2 Folgen aufnehmen. Alter, scheiße. Boah, hat's mich geschockt. Ich war da so entspannt und plötzlich kommt da so. Hallo, boah, Dick. Alter. Hat mich einen Schock meines Lebens gekriegt. Da hat sie mich gerade gekriegt. Okay. Alter, kommt der her. Hallo, der nervige Sebi ist wieder da. Ja, wir haben voll vergessen, dass wir im Aufnahme bleiben. Boah, war das knapp. Oh. Okay, so, let's go weiter. Und die Aufnahme geht weiter in 3, 2, 1, Start. So, da sind wir wieder nach einem kurzen... Schock. Ja, weil... Ja. Ein Kollege von uns plötzlich in den Aufnahme... TS-Raum gekommen ist und wir vergessen haben, in den Aufnahmebereich, der privat ist, zu gehen. Bisschen aber, in Discord. Oder Discord, genau. Egal. Aber das habt ihr jetzt zum Glück mitbekommen, weil ich es rausgeschnitten hab. Boah, Alter, das hat uns gerade so geschockt, ne? Leck mich am Arsch. Oh, so, jetzt erstmal entspannt waschen. An mir, ach ja, beim Sonnenblumen verkaufen. Ja. Stell die Anhänger zurück auf ihren Platz hier. Ich verstand gerade Ehrenplatz. Auf ihren Platz. Ja, aber am Anfang sagen wir das. Ihren Platz? Warte mal, ne, das kann nicht sein. Ihren Platz soll das wahrscheinlich geheißen, aber das hat sich gerade ein bisschen komisch angehört. Aber egal. Oh, ja, vielleicht habe ich gerade den Fan von ihm gewaschen. Ja, kann man mal machen. Wie YouTube-Kollege, unser YouTube-Kollege Werner Toilettengabel. Die Toilettengabel. Ja, man kennt sie. Einmal das steigt vielleicht ein Drescher. Einmal das Gewicht aufgespielt. Oh Gott. Alter, wir hätten hier glaube ich schon hunderte tausende von Euros zahlen müssen, allein an Schaden von Geräten. Alter. Wer hat denn den Drescher dahingestellt? Tschüss. Ich bin ihn nicht gefahren.
Ja gut, ne? Bleibt nur noch einer übrig. Ne, sagen wir, der CP-Fahrer war's. Ja, genau. Hab doch kein CP mehr drauf, egal. Ja, egal, da war's der Helfer, der sein neues Mal auf der Straße fahren kann. Ja. Denn wenn man vorausfährt, fahrt er nach. Genau, genau. Deute, 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 deute. Was? Das war doch. Handbremse an. Würde es. Bei mir kam gerade einfach im Radio deute, 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 deute. Was hörst du für ein Radio? Achso. LS Radio. Ja, Landwirtradio, ne? Es könnte vielleicht sein, dass der Anhänger ein bisschen anders ausschaut, der Annaburger, aber. Egal, das fällt nicht auf, der steht eh so 90% in der Halle, also. Da kommt hier keiner hin. So, Vorwärtsgang drin und dann geht's ab zu zur Wiese mit Heuballen drauf, die wir mal von der Mission noch haben. Also, ich habe irgendwie so dass die Vermutung: erstens, wir kommen mit dem Grünrocken-Häckseln wahrscheinlich wieder in die Nacht rein. Zweitens, wir können wahrscheinlich unsere Felder heute nicht mehr alle dreschen. Auf jeden Fall die 7 nicht. Weil die sind im ersten Wachstumsstufe und. Boah. Es war gerade ein bisschen. Oh Gott! Die Bonne muss sich rum. Ey, ruckelt, wieso ruckelt es? Also an mir kann es nicht liegen. Mhm. Tut's lecken. Ja. Ah, jetzt. Nein, lecken. Dann okay, hör doch mal auf, an der Leckmuschel rum zu lecken. Was? Kennst du das nicht mehr? Leckmuscheln. Ach so. Oh Gott. Wir rufen, ne? Wenn du willst, kannst du den Fan mit dem Hafe haben. Ich glaube, das liegt dran, weil ich den Unimog habe und der 80 läuft, das deswegen ruckelt. Boah! Sorry. Hier ging's gerade. Sorry, ich war grad laut. Ich will fast. Alter! Ja, okay, es wäre, glaube ich, nichts passiert, weil es die erste Wachstumsstufe, aber ich wäre gerade fast Vollgas in unser Sojabohnenfeld auf Feld 16 gebrettert. Alter. Und da war noch ein Stein auch noch. Das. Ich bin über den Baum gefahren. Voll über den Zaun geknallt. Ja, also über den Baum fahren, das passiert, glaube ich, öfters. Also es ist über so ein Stumpfen, also ja. Ist einfach so ein Ding, wie heißt das? Jetzt blinke ich schon wieder. Über so eine Birke bin, die auf dem Hof irgendwie komischerweise rumliegt, bin ich drüber geschossen, bin im Zaun hängen geblieben. Oh nein. Haben wir den Hänger mitgenommen. Oh, Junge, ich glaube, wir sind krass geleckt. Alter, ich darf, glaube ich, gar nicht so ganz so schnell mit dem Unimog fahren. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich gerade getappt bin. Alles kann auch sein. Oh, der Feld ist reif. Was ist reif? Nix. Okay. Ich bin gerade ein bisschen in unseren Stand gefahren. Grünrocken? Grünrocken, ja. Oh nein, da geht ja eh schon zu wenig Ertrag und jetzt ist es noch weniger. Aber Flo, denk dran, wir müssen das dann direkt zur BGA schippen, ne? Ach, ich muss da auch noch mal vielleicht noch den Förderbänder schon auch. Oh, nee. Ja, ich glaube, da ist eher der Tank voll. Oder was heißt der Tank? Die Ablauf, die Füll, Einfüll. Der Fermenter, so, jetzt habe ich es aber. Und dann können wir dann irgendwann mal vielleicht VCA mit drauf nehmen? Können wir gerne machen. Weil ich, ja. Was weiter? Ich dann glaube ich ein bisschen schneller unterwegs bin als du. Wegen, weil schon anderes Getriebe reinbaust, oder? Ja. Ein Getriebe, das schneller schaltet. So, auf. Nein, ich mach nicht den Johnny zum Fend. Wie der Werner. Vario. Mit der Vario, mit dem Vario-Getriebe. Ja. So, Ballen. Mit, oh Gott. Jetzt mal auf einen anderen Bildschirm geguckt und schon haben wir einen Ballen vor dem Gesicht. Ach nee, wieso hat er denn jetzt nicht mitgenommen? Komm doch schön. Fahr dann schon mal sehen mit der Federstadt, ne? Jo. Was wollen wir denn anziehen? Puh.
gute Frage. Ich würde sagen, was eigentlich was ganz gut Geld gibt. Also entweder so, ja, Sojabohnen hat man dann schon. Wir könnten mal eine Dingens. Auf welchem Feld manchen auf der 40? 40, ja. Sojabohnen ist raus. Da steht ein Drescher, ey. Oh Gott, ey. Das ist immer noch nicht aufgeräumt. Ich bin hier ganz gewillig, ich wollte die Seemaschine höher rüberfahren, fahr im Ding von uns, also in die Ausfahrt raus. Da steht er da immer noch. also Sojabohnen fallen raus. Sonnenblumen auch, da waren schon zweimal welche drauf. Raps hätte ich nicht, habe ich jetzt nicht wirklich Bock. Wir können einfach mal Ölrettich zum Düngen drauf schmeißen. Ja, können wir auch mal, können wir gerne machen, ja. Das Spiel mir lässt eigentlich schon jemals oder in 19 hier schon mal Grünrocken angesehen. Nicht Grünrocken, das sage ich dann Rettich. Ölrettich, ja. Einmal. Ich glaube auch einmal habe ich es angesehen. Einfach nur zu wissen, wie es auch schaut. Ich glaube, auf einem RP-Projekt bringt es, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, das düngt. Oh, ich bin voll. Und außerdem sei es Zwischenflucht sozusagen dann. Ja, und wir haben einen neuen Abstellplatz für unsere Schneidwerke vom Drescher, also für das Sonnenblumen-Schneidwerk und das. Mais gibt es für einen Häcksler. Echt jetzt? Ja. Doch, wir wollen noch gar nichts. Wo ist das jetzt? Da hinten. Auch in der Nähe von dem. Achso, okay. Nicht schon mal, ich weiß hier, was. Wo der neue Abstellplatz für Schneidwerke ist. Nein. Uff, Alter. Kann nicht fahren. Ich konnte auch gerade nicht fahren, weil ich in dem aufgestapelt habe in dem Holzhaufen drauf, sagen wir so. Holzstein, so jetzt haben wir es. Ich gerne einsteigen in den Drescher, dann ziehst du das eigentlich schon. Ja. So kurz durchtappen. Ja, du, Nimo hat gerade immer versucht, verzweifelt versucht, zwischen 49 und 50 km/h zu wechseln. Du kannst mein Headset wieder anstecken. Schon wieder leer? Okay, was heißt schon wieder? Gut. Das hat nämlich nach Saft gebrüllt. Ich hab's nicht gehört, also. Ja, aber ich höre dann immer so ein Tü-tü. So, bitte komm kein Auto, bitte komm kein Auto. Es kommt kein Auto. Birke. Oh Gott. Ich kann kurz lecken, weil ich gespeichert habe. Es war ein Leck. Ich hab doch gesagt, du sollst aufhören, an deinen Leckmuschel rumzulecken. Oh, das Mann. Bringt dir nix. Da kann ich doch nicht viel, wenn der. Du hast gespeichert, ey. Aber hast du denn leckt? Also dieses Video wird. Nein, gar nicht wahr. Dieses Video wird wahrscheinlich. Wenn es bei dir leckt. Bei mir ist alles flüssig gewesen. Wenn es bei dir leckt, kann lecke ich nicht an der Muschel, oder? Hilfe! Dieses Video wird sowas von wieder FSK 18, also ich sehe es raus. Ich habe ein Problem. Ich steck drin fest. Oh Gott, oh nein. Ja, jetzt wird es definitiv. Oh Gott, nein. Warte mal, wo fahre ich eigentlich hin? Ich muss das Zeug doch wegbringen. Zum Ballenhund. Oh. Vielleicht bin ich da gerade voll stock vorbeigefahren, aber nur vielleicht. Vielleicht hast du wohl einen Strohballen dabei. Ja, der war noch in der Presse.
Ja, moin. Ich glaube, der den verkaufen wir dann einfach. Ja, ich glaube, der fällt nicht auf. Ich bin jetzt sowas von null gewöhnt, da vorne irgendwo die Zeug abzuladen. Aber ich glaube, das heißt, ich muss da wieder rückwärts rein. Komm schon, Kleiner, du schaffst das. Ja, ich muss da vorne gleich rein. Ist doch irgendwo hier vorne, oder nicht? Hier vorne links, doch, doch. Das karierte Haus, das kenne ich doch. Oder? Ja, genau ist es. Ich könnte eigentlich... Komm mit dem Skorpion zum Reinschuppen. Ach nee, das ist da hinten mir so ein scheiß Auto. Bleib ja. Es kommt da noch eins, wollte ich mich denn verarschen. Ja, fahr vorbei, Alter, ich muss da hinten drin. So, Warnblinker an. Ich muss da rein. Komm her, um zu helfen. Unimog wendig ist. Oh, 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 es sieht gar nicht schlecht aus. Ich glaube, ich komme first try rein. Oh, Alter, richtig. Okay, jetzt häng ich zwar da, aber das haben wir schon. Warte, ich komm zum Schieben. Ich glaube, Schieben brauchst du gar nicht, weil ich bin eigentlich schon hinten drin. Ich muss nur noch mal kurz nach vorne. Aber ich muss hier ganz kurz Allrad da machen, dass er besser zieht. So, oh, ich habe vielleicht fast ein Rad umgefahren, aber nur vielleicht. Ja, da kommt doch. So, warte mal, das soll irgendwo jetzt gleich einlenken. Aua. So, ich lade das einfach hier ab. Nein, ja. Wenn jetzt schon vorm Trigger. Ja. Das ist doch auch ungefähr hier. Nein, das. Du musst doch nur ranfahren und schubsen. Zieh einfach noch mal ein bisschen. Alter! Du kannst schon einfach ranfahren und die reinschubsen, währenddessen hole ich die nächste Ladung. Viel besser so. Komm schon, klapp hoch. Ich komm nicht raus. Doch. So. Wieso klappt. Also der muss erst ganz vorfahren, dann klappt er hoch. Nein, Auto, du bleibst da, wo du bist. Komm schon, gib alles! Du kommst schon im Stromkasten vorbei! Okay, kommt er nicht. Mann. Aber jetzt! Kommen sie schon! Das schaffen sie! Du bist ein Unimog! So, jetzt aber. Ja, jetzt geht die Sache voran hier! So, das können wir wieder ausmachen. Hörst du mich noch, Jane? Ja, ja, ich höre dich noch. Ah, und ich glaube, die Lags lagen vorhin daran, weil ich hier frisch gejoint bin und das heißt, es hat noch alles synchronisieren müssen. Weil jetzt läuft es momentan flüssig. Ich hoffe, es kackt dann nicht gleich ab, weil ich gesagt habe, dass flüssig läuft. Oh. Das kann der haben. Ja, es kackt schon wieder ab. Mann, was denn das? Ich glaube, das Spiel mag nicht, wenn ich über 60 fahre. Wobei, jetzt kann ich wieder viel... Ja, so richtig... 60 km/h ist, glaube ich, die Grenze hier. Für mich auf jeden Fall. Ich muss sagen, die Standards zu LS-Server mit zwei Leuten laufen eigentlich noch relativ okay. Aber wenn es dann mal mehr Leute sind, dann ist es schon ein bisschen kritisch problematisch. Also ich habe 6 Ballen mit einer Ballengabel. Der eine Ball schwebt in der Luft. Oh nein, der gute Ball. Dann wird er wahrscheinlich gleich runterfallen. Nee, der bleibt einfach so. Warte mal. Kannst du ihn irgendwie runterschubsen? Ich weiß es nicht, ich versuch dir jetzt anders spießen. Weil ich glaube, das ist nicht ganz so optimal, wenn wir hier eine Mission machen sollen und schwebt der Ball über dem Trip. Geil, das hört sich nicht ganz so optimal an. Der ist gerade einfach sturstock runtergeflogen. Und hat sich unter die Map gebackt. Jetzt ist er wieder da. Oh, zum Glück, Alter. Ich dachte mir schon, wenn. Das wäre dann der eigene Ballen gewesen, der uns zur Mission scheitert. Das wäre nicht so optimal gewesen. Der ist eine war ein Strohball. Ah, ich dachte mir gerade schon. Doch... Ich dachte, geben die echt so viel? Knapp fast 2000, lol. Okay.
Ich glaube, wir bauen ja ein Geschäft mit Stroh auf. Also 35% Hammer. Okay, gut. Dann hole ich die. Komm schon. Oh, nee, doch. Die Einfahrt ist aber auch so blöd gemacht hier. Da muss man immer ins Nachbarfeld reinfahren. Ansonsten kannst du es hier reinfahren. Vergessen. Ah, mal kompletter Vergessung. So. Ballen. Da wollen wir der nächste. Zack. Ich schiebe jetzt auch mal ein bisschen vor mir her, dass er angenommen bekommt. Ja, perfekt. Da fetzt er lang, Alter. Eingestiegen. Komm schon. Nimm den Wendekreis, nimm den Ball, nimm den Ballen. Nimm den Ball nicht. Der muss den Ballen. Komm, jetzt. Jetzt hat. Ich doch. Oh, hier liegen doch noch ein paar rum. Geht er mir zieht's. Mach mal zu da. Warte. Ich hab den Ballen versäumt. Da ist zu. Ah! Bei mir ist er offen. Nervig. Was, du hockst eigentlich nur da, das stört mir eigentlich nicht. Da bin ich nicht so ganz allein hier auf 50 Meilen von unserem Hof entfernt. Das sind Bienen. Ja. Oh, wie süß. Wie sich das gerade angehört. Boah, ich hab mich gestochen. Das war kurz wild, da wurdest du eigentlich echt schon mal von einer Biene gestochen? Ja. Ich tatsächlich auch von der Wespe auch schon mal, also. Wurde ich, glaube ich, schon von allem, was irgendwie stechen kann, insektentechnisch, wurde ich schon mal gestochen. Oder gebissen. Ich werde sogar schon mal von der Hornisse gestochen. Ich glaube, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Aber das war zum Glück harmlos, bloß unten an der Warte. Okay. So. Die Dinkelappen hoch. Oh mein Gott, heißt das Vollgas zurück und die restlichen. Warte mal, ist das noch ein Anhänger dann? Ja, nicht ganz. Aber die Ballen würde ich tatsächlich sagen, was. Boah, wir können doch hier draußen einmal unsere Kühe auslagern. Ja. Ey, das ist voll machbar. Ja, ich weiß, aber ich muss sie ausruhen, sonst komme ich da vorne nicht rein. Fahren nur 30, das geht nicht. Jetzt sind 40. Bei mir sind jetzt 50. Wir jetzt auch. Also mit 70 muss man hier mindestens lang brettern. Die Büsche hängen aber auch ganz schön weit rein. Ja. Aber 65. Vorsicht, 60. Bremsen! Haha, hab nicht gebremst, bin voll durchgefahren. Du bist vom Gas gegangen, man hat gehört. Ja, ich bin vom Gas gegangen, aber bin ich auf die Bremse gegangen. Ha, okay, jetzt wir haben die 70. Die Kurve da vorne wird kritisch. Ich frage mich, ob unser Feldreif ist. Zack, ausgestiegen. Kurz nach rechts, ist er noch da? Er ist noch da. Na! Oh, Scheiße! Fahr weiter, ich komm nach. Ja. Wart schon mal am Ballen, Burhans. Also ich glaube, bei der Holperei hätte ich schon lang kotzen müssen. Ich habe abgebremst. Vorbei jetzt. Mit achtfacher Geschwindigkeit geht das. Also ich glaube, bei dem Crash mit 70 oder 60, was ich hatte, in den Baum reinknallen. Warte mal, ich frag mich, wer schneller da ist. Du oder ich? Wahrscheinlich du. Neo. Der neue Bugatti Chiron, Alter. Ich bin Flash. Ja. Oh, Neo. Nee. Eichige Baum. Nimm mir gut, ne? So. Bin da, wo bleibst du denn? Ich bin gerade um die Kurve rumgedriftet. Was für eine Kurve? Über unser Feld raus und auf die Straße. Was? Ich komm wieder zu dir. Okay. Ah, da sehe ich dich. Okay, und jetzt Vollstoff. Batz. Ah, oh, der ist eingestiegen. Oh. Ah. Leck. Oh. Ich glaube, das hat gespeichert. Ja. Der fährt aber ganz schön wild hier, der arme Gartenzaun. Pass auf, da muss rein. Ja, halt! Ja. Stopp! Ich schieb den doch rückwärts rein wieder. Warte, ich sperr die Straße. Ja.
So, ja, fahren Sie vorbei mit Ihrem, was auch immer es ist, Audi VW. Ist er jetzt weg? Ja, er ist weg. Ja, er ist weg. Hinten dran steht einer. Ein Kaffer. Der denkt sich so, warte, ich muss vorbeifahren. Scheiße, Stern. Was Sie können, kann ich schon lange mit der Kettensäge. Move noch einmal und du bist down. Ich glaube, bei der Hupe verbissen sich jeder freiwillig. Ach nee, jetzt komm schon du mit deinem, was auch immer für eine Autokarre. Ich bin perfekt drin, jetzt verpiss ich da hinten. So, geht doch. Meine, oh Gott. Ja, okay, fahr vorbei, dann habe ich meine Ruhe da vorne. Oh, nee, jetzt kommt der nächste. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Oh, ey. Hallo, hallo, ganz ruhig da hinten. Warte. Du musst rüber. Ja, ich weiß. Danke. So. Oh, pass auf, da steht vielleicht irgendwo ein Skorpion. Ja, ich bin da. Ja, ja! Ich sehe nichts mehr. Warte, ich muss weg. Ich muss dann noch vorbei. So, wieso bewegt sich eigentlich so jetzt? Und Z. Ey, da wurde ich angenommen. Wo will der hin? Oh. Wer ich? Ja, weil du gerade mir reingefahren bist. Ich wollte hupen. Ich wollte dich anhupen. Ich komm nicht voran. Komm, das Ding muss ich jetzt hochklappen. Ah, geht doch. Ich wollte gerade schieben. Wo hänge ich denn jetzt schon wieder? Am Tor, oder? Oder was heißt Tor? Den Pfeiler da. Doch, bin draußen. Okay, jetzt. Gut einlenken, habe ich gemerkt. Oh, ich bin draußen. First try. Geil. So, dann holen wir die letzte Pude Ballen. Ich weiß, wir sind schon ein bisschen über der Zeit drüber, aber ich möchte die Mission heute noch abschließen. Mal gucken, wenn ich gut drauf drücke, schaffen wir es bis zu den 30 Minuten. Wir haben jetzt 28. Das ist noch eine Ladung, so wie vorhin, wenn ich richtig gesehen habe. Müsste es noch eine Ladung sein, ja. Auch gerade, dass ich die Ballen hier vor. Alter, ich fahre gerade 79, 80 km/h. Oh, no. Ich hab gut ausgewichen. Ja. Kann vielleicht sein, dass in unserem Sojabohnenfeld eine ganz eine kleine Lücke drin ist. An einer Ecke. Aber nur vielleicht. 6 Ballen aufeinander drauf, ne? Schafft er das, der Skorpion? Leicht. Konzentration. Ich fand nicht schneller als wie mit einem kmh, gell? Oh Gott, da war wieder dieser Müllhaufen. So keine Lösch schmeißen einfach die Leute hier Müll mitten in den Waldbüsch rein. Denken sich, ah, da kann er schon verrotten. Leute, macht sowas nicht, das ist nicht gut. Das machen nur Arschlöcher. Wahre Arschlöcher. Ist so. Alter. So, 70 km/h in die Kurve. Oh Mann, heute bin ich doch da rumgekommen. Ich hab's geschafft. Das hat sich gerade nie so normal angehört. Ja. Ganz im Ah. Oh Gott. Oh Gott. Das 6 Ballen aufeinander. Yibiyayay. Leicht suboptimal gerade. Also so viel Scheiße, wie wir in dem Video heute schon gemacht bzw. auch gelabert haben, wird es sowas von FSK 18. Ich hab nichts Böses gesagt. Gesagt nicht, aber Geräusche. Ich glaube, das auch. Ich glaube ja. Oh Gott. Sorry, Ballen. Hinten das Licht macht Disco, wenn ich mit einem kmh rückwärts fahre. Hm. Echt jetzt? Ja. Ja, moin. So, da vorne liegen noch 3 Böllchen.
Wenn ich da wieder mitfahren will, muss ich dich beeilen. Ich habe noch zwei Ballen hier liegen. Wenn ich keinen übersehen habe. So, perfekt. Haben wir alle. Sieht auf jeden Fall danach aus, als wenn wir alle, hätten. Komm schon, das schafft da. Ja, Hammer. Okay, ich bin zurück auf dem Weg. Einer mit 63 bei der Ausfahrt raus. Kann man so machen. So, jetzt gut einlenken, damit wir hier rumkommen. Okay. Oh, es ruckt gerade ein bisschen. Oder hart geruckt, sagen wir so. Bitte. Wie viel Prozent bei der Mission haben wir jetzt schon? 60. Ich habe jetzt noch 6 Ballen. Ich hoffe mal, dass. Aber ich glaube nicht. Oh, dass die 6 Ballen nochmal 40% ausmachen. Ich habe irgendwie so das schlechte Gefühl, die Mission funktioniert nicht so ganz, wie sie sollte. Ich glaube um einen Ball. Ja, und ich glaube, es liegt auch daran, weil. Ah, da vorher steht er wieder. Weil ich bin mit 70 km/h unterwegs. Also, ja. Oh, leck. Nochmal leck. Oh, Alter. Leck. Mega Speicherung, Alter. Ja, das ist nicht ganz so funktioniert, weil die Wiese ist ja als ganze Wiese, wo halt der Zaun ist, gekennzeichnet. LS denkt sich so, da vorne ist irgendwo der Müll. Oh Gott. Zum Glück ist das Feld nicht bestellt. Ja. Und gehört nicht uns. Jetzt müssen wir aber schauen, wo sind denn die Soja, wo ist denn die Sojabohnen drin? Von der Mac wahrscheinlich. Ja. Ja, genau, kommen wir nochmal dazu, was ich vorhin gerade sagen wollte. Und zwar glaube ich, es liegt daran, weil der LS oder die Mission denkt sich, ja, dass diese, ich weiß nicht mehr ihren Namen, warte. 14 ist das, ist die ganze Fläche. Jetzt ist da aber so, da was kaputt gefunden. Hä? Nix. Okay. Dass die Wiese als Ganzes gerechnet wird, aber da sind jetzt zwei Flecke bzw. drei Flecke drauf, wo Sachen stehen, wo man nicht mähen können. Das heißt, wenn das Gras natürlich dann nicht gemäht wird und wir nur das mähen, was wir eigentlich mähen können, aber die Mission sagt, hey, du hast da die Hälfte knapp stehen gelassen, ich glaube, daran könnte das liegen. Weil mit 6 Ballen 40% rausballern, das funktioniert glaube ich nicht. Also wir sehen es jetzt gleich, wenn es nie funktioniert, ist die Folge zu Ende. Es wäre auch so zu Ende, aber... Es sind 6 Ballen, warte ich schon nach, wie viel Prozent es noch sind. Es laggt vielleicht, ich habe ja gerade dabei. Nee, es sind bloß 22%. Okay, dann könnte es funktionieren. Bleib weg! Warte, ich mache wieder Warnblinker rein. Der gleiche schon wieder. Oh, ich merke das gerade jedes Mal, wenn die Motorsäge rausholst, dann leckt's. So, den hier. Jetzt bleibe ich gut drüben, dass ich den jetzt richtig schön gleich. Komm schon, das ist die letzte Fuhr, ich muss da first try reinkommen. Ja. Yo, ich schaff's first try. Geil. Zack. Dann laden wir das. Möchtest du selber komplett reinkommen? Oder? Weiß ich nicht, mal gucken. Ja, man kann die Warnblinker jetzt wieder ausmachen. Alter, der Kollege hat aber richtig viel Holz da hinten liegen. Oh ja, ein bisschen. Zack. Lass mit dem Holz, mit dem Jenshäcksler her. Ey, dein blöder Ernst! Warte, ich schieb's in den Hänger rein. Nein! Okay. Ich mach schon. Ey, er hätte bloß 5 Meter zurück von mir. Nein! Das ist mal für oder so, Kinder. Ich hab doch gerade eben gesagt, jetzt mischst du aber mit dem Hänger direkt da rein. Halt die Angrab schon? Nee. Oh. Ach, da muss man rein. So. 90%. Es fehlen 10%. 10%. Ja gut, ne? Also, ich habe ja gesagt, wenn die Mission nicht funktioniert, ist selber für heute fertig und das sind wir auch. Wir sind aber ansonsten auch fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderat. Jetzt kommt nochmal sein legendärer Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch.
und kostet euch auch keinen Cent. Also bye bye. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Sonntag. Und bis zum Mittwoch. Haut rein und ciao ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.